Der erste FC Köln feiert nach nur einem Jahr Abstinenz die Rückkehr in die Bundesliga und Manchester City den wohl vorentscheidenden Schritt Richtung Meisterschaft in der Premier League. In der Champions League sind die Citizens nicht mehr vertreten. Dort will dafür der FC Liverpool im Halbfinale das Unmögliche möglich machen und den 0:3 Rückstand gegen den FC Barcelona im Rückspiel noch drehen. Meistgelesene Artikel Lind. Fußball, Premier League Company Hammer Schock Klopp Fußball, 2. Ligasieg in Fürth, Köln feiert Aufstieg Handball, Champions League Europa Mission von PSG gescheitert Lind. Fußball im Teller trotz Posse aufgestiegen Fußball, Bundesliga warum VAR Handproblem nicht löst Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert Premier League, Man City ein Sieg vom Titel entfernt, Manchester City ist nur noch einen Schritt von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Zum Abschluss des vorletzten Spieltages der Premier League gewann die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola 1:0 gegen Leicester City und schob sich mit 95 Punkten wieder um einen Zähler an Meisterschaftskonkurrent FC Liverpool vorbei. Das Sieg da gelang Vincent Kompany mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern, zum Bericht, 2. Bundesliga, Köln feiert Rückkehr in die Bundesliga der 1. FC Köln hat den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft. Nach einem klaren Sieg in Fürth sind die Geißböcke nach einem Jahr wieder erstklassig. Mit dem 4:0, 3:0, feierte Köln am drittletzten Spieltag die Meisterschaft und Interimstrainer André Pavlak ein Traumdebüt, zum Bericht, Snooker, Trump erstmals Weltmeisterin der Neuauflage des Finals von 2011 Dreja Trump im Crucible Theater von Sheffield gegen John Higgins den Spieß um und krönt sich zum Weltmeister. Für Higgins setzt sich eine Negativserie fort. Zum Bericht Fußball, Bayern 2 verpasst vorzeitigen Titel, der FC Bayern München 2 hat die vorzeitige Meisterschaft in der Regionalliga Bayern verpasst. Nach dem 1:1 beim 1. FC Schweinfurt kann die U23 des deutschen Rekordmeisters allerdings nur noch theoretisch von Platz 1 verdrängt werden. Zum Bericht, Schalke-Boss tritt gegen Heidel nach, obwohl Christian Heidel gar nicht mehr auf Schalke tätig ist, muss er sich von Clemens Tönnes Kritik gefallen lassen. Der Vorwurf, er habe Tedesco im Stich gelassen. Zum Bericht, Milan war Champions League-Chance, der AC Mailand darf nach einem hart erkämpften Sieg gegen Bologna von der Champions League träumen. In der Schlussphase werden drei Spieler vom Platz gestellt. Zum Bericht Buspanne bei Aufstiegsfeier von Norwich City. Bei der Aufstiegsfeier von Norwich City hat der Partybus eine Panne. Ersatz ist schnell gefunden. Die Feierlichkeiten gehen auf einem Sightseeing-Bus weiter. Zum Bericht Rafinha hat drei Top-Angebote. Neben den Club-Legenden Frank Ribery und Arjen Robben wird auch Verteidiger Rafinha den FC Bayern im Sommer verlassen, und er steht sogar schon bei einem anderen Club im Wort, wie er nun Fox Sports verraten hat. Zum Bericht Ludwig Kozuch verpassen WM-Qualifikation. Laura Ludwig und Margareta Kozuch sind sportlich nicht für die Beachvolleyball-WM in Hamburg qualifiziert. Sie hoffen trotzdem, bei der Heim-WM dabei zu sein. Zum Bericht, Harden glänzt bei Rockets Sieg, die Conference-Semifinals zwischen den Houston Rockets und den Golden State Warriors bleiben spannend. In Spiel 4 der Best-of-7-Serie haben sich die Rockets in einem umkämpften Match mit 112:108 durchgesetzt und somit für den Ausgleich zum 2:2 gesorgt. Topscorer der Partie war wieder einmal James Harden.
zum Bericht Greek Freak führt Bucks zum Sieg. Die Milwaukee Bucks haben das dritte Spiel in Serie im Conference-Halbfinale der NBA gewonnen. Die Franchise setzte sich in Partie 4 bei den Boston Celtics mit 113-101 durch und baute die Führung in der Best-of-Seven-Serie auf 3-1 aus. Herausragender Akteur bei den Gästen war einmal mehr Giannis Antetokounmpo. Zum Bericht: Das passiert heute. Liverpool hofft auf Wunder gegen Barker. Das Wort Wunder wird inflationär gebraucht. Wunder hier, Wunder da, Wunder überall. Doch nicht alles, was als Wunder verkauft wird oder als solches anmutet, ist auch tatsächlich eines. Sollte aber der FC Liverpool an der Anfield Road das 0-3 aus dem Hinspiel gegen den FC Barcelona noch wettmachen können und das Finale der Champions League erreichen, wäre das zumindest ein Fußballwunder. Champions League: FC Liverpool, FC Barcelona, Dienstag ab 21:00 Uhr im Live-Ticker. Das müssen Sie heute sehen. Bundesliga aktuell. Bundesliga aktuell präsentiert ab 18:30 Uhr und 23:15 Uhr live im TV auf Sport 1 die aktuelle Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Eishockey, Deutschland, USA, die WM vor Augen, gewillt alles zu geben, empfängt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Dienstag die USA zum letzten großen Härtetest. In Mannheim wird sich entscheiden, wie weit das DEB-Team ist und ob es mit den ganz Großen mithalten kann. Eishockey, Deutschland, USA, Dienstag ab 18:45 Uhr im TV und Livestream. Fußball: U17-WM, Deutschland, Spanien. Die deutsche U17-Nationalmannschaft steht bei der EM in Irland mit dem Rücken zur Wand. Nach der 1-3 Auftaktniederlage gegen Italien ist im zweiten Spiel fast schon ein Sieg nötig, um nicht direkt auszuscheiden. Die Mannschaft von Trainer Bundestrainer Michael Fechtenbeiner bekommt es dabei mit Spanien zu tun, das seinen eigenen Auftakt gegen Österreich mit 3-0 gewann. Italien und Spanien weisen somit 3 Punkte auf. Deutschland und Österreich rangieren mit jeweils 0 dahinter. U17 EM, Spanien, Deutschland ab 21:15 Uhr live im TV und Stream. Fun-Talk zur Champions League: Es ist die zweite Auflage eines Krachers, der im Hinspiel ziemlich eindeutig war. Nach der 0-3-Pleite empfängt der FC Liverpool den FC Barcelona zum Halbfinalrückspiel der Champions League und die Fans können live dabei sein, wenn hochkarätige Gäste über das mögliche Wunder diskutieren. Champions League: FC Liverpool, FC Barcelona, Dienstag ab 21:00 Uhr im Live-Ticker. Sport 1 präsentiert den Fun-Talk aus der Champions Sports Bar im Münchner Marriott Hotel am Dienstag, dem 7. Mai ab 21:45 Uhr live im TV auf Sport 1. Das Videoschmankerl des Tages: Der frechste Schlag des Jahres. Trickshot: Das ist der frechste Schlag des Jahres. Let's Block It's. Why?